Es ist das drittgrößte Segelschiff der Welt, die Krusenstern, deren Ankunft bei der Hansesail in Rostock jedes Mal ungeduldig erwartet wird. 116 Meter hoch, 14 Meter breit, 4 Masten. Ein romantischer Ozeanriese wie aus den legendären Kolumbus-Zeiten. Fast in allen großen Häfen der Welt war die Krusenstern in ihrer 87-jährigen Geschichte unterwegs. Überall strömten begeisterte Menschen an Bord. Auch in Warnemünde wird der Windjammer sofort zum Publikumsmagneten. Doch nicht überall dürfen die Neugierigen hinein. Unserem Kamerateam jedoch wurde eine exklusive Besichtigung gewährt. Sie führt zu den heiligsten Orten an Bord. Die erste Station, die Bordkapelle. Errichtet wurde sie erst nach der Wende. Damit wird eine uralte maritime Tradition fortgesetzt. Wer auf hoher See Angst oder Sehnsucht bekommt, kann hier zu Gott oder gleich zum Meeresgott beten. Die jungen russischen Kadetten sind aber nicht gerade glaubensfest. Die Besatzung kommt hier nur selten vorbei. Sie haben doch ziemlich viel zu tun. Vor allem Kadetten müssen an Bord viel arbeiten und lernen. Es bleibt nicht allzu viel Zeit übrig, doch in ihrer Freizeit können sie die Kapelle besuchen. Einen schiffseigenen Priester haben wir nicht. Er kommt nur, wenn wir im Hafen liegen. Zum Beispiel in Klaipeda kam einer an Bord und führte sämtliche Rituale durch. Doch unter den Besatzungsmitgliedern haben wir, wie gesagt, keinen Priester. Ein weiterer heiliger Ort auf der Krusenstern ist das Museum. Hier werden einige kostbare Reliquien aufbewahrt, wie zum Beispiel der Aschenbecher aus dem Besitz des legendären russischen Admirals deutscher Herkunft Adam Johann von Krusenstern. Auch die eigene Geschichte des 1926 in Bremerhaven als Padua getauften Windjammers ist der Besatzung heilig. Seit 1946 kreuzt er unter dem Namen Krusenstern durch die Weltmeere. Hier sehen Sie das Originalfragment des damaligen Schiffrumpfs, das bei uns aufbewahrt wird. Es wurde damals aus genietetem Stahl hergestellt. Der moderne Schiffsrumpf ist auch genietet, doch dieses Fragment ist tatsächlich aus der Bauzeit erhalten geblieben. Auf dem oberen Deck gibt es außerdem diverse Flaschenzüge, die von damals sind und bis heute benutzt werden. Bereits mehrfach hat die Krusenstern die Welt umsegelt. Sie ist auch eine der berühmtesten schwimmenden Filmkulissen und siegte in zahlreichen internationalen Regatten. Doch vor allem ist es ein Schulschiff. Die besten Kadetten der drei größten Seefahrtsschulen Russland dürfen hier ihr Praktikum absolvieren. Bis zu 160 Jugendliche leben an Bord ihren Traum. Von diesem heiligen Ort aus möchte jeder von ihnen irgendwann den Weltmeeren in die Augen schauen. Die komplette Schiffssteuerung wird von hier aus erledigt. An dieser Stelle steht der Steuermann. Doch bevor ein Kommando abgegeben wird, soll es vorerst genau berechnet werden. Dazu haben wir hier eine elektronische Karte, zwei Radare und eine elektronische Wetterkarte. Doch das wahre Heiligtum für jeden Seemann ist natürlich das hier, die Kombüse. Auf der Krusenstern geht es traditionell etwas rustikaler zu. Schließlich müssen sich die Kadetten an das echte Seemannsleben gewöhnen. Vor allem die Kartoffelwache wird seit jeher nahezu als Ritual gesehen. Jeder Kadett wird sich sein Leben lang an die Unmengen an Knollen erinnern. Und hungern muss hier natürlich niemand. Das Menü auf der Krusenstern ist sehr abwechslungsreich. Der Schiffsführer, der leitende Arzt und der Chefkoch passen genau auf, dass jeden Tag etwas anderes auf den Tisch kommt. Fleisch, Geflügel, Fisch. Jedes Mal gibt es was Neues. Zweimal die Woche, immer mittwochs und sonntags, wird gebacken. Entweder ist es etwas Süßes oder zum Beispiel Pizza. Aber nur zweimal die Woche und nur, wenn wir auf hoher See sind. Von den deftigen Leberhacksteaks für die wahren Seewölfe werden die Touristen sicherlich nichts kosten. Doch auch ohne ist die Krusenstern eine große Faszination. Gleich nach der Hansesail wird nach Spanien gesegelt. Unter russischer Flagge, mit deutscher Vergangenheit und 160 zukünftigen Kapitänen an Bord.